Also ich halte das für extrem wichtig, die Wissenschaft für den Landkreis, auch für die Wirtschaft insbesondere, weil wir erkennen an den Unternehmen im Landkreis, die die Wissenschaft machen, die F&E machen, die sich dahin bewegen. Wir sind durchaus erfolgreich am Markt. International kann man das auch ablesen, dass sie also vor allen Dingen im Ausland ihre Geschäfte auch machen. Und sie werden auch immer attraktiver für Studierende, für Praktikumsarbeiten, aber eben Abschlussarbeiten, Bachelor, Master und dergleichen, Diplom. Und generieren damit natürlich auch ihren Fachkräftenachwuchs. Man stellt fest, Unternehmen, die innovativ sind, finden Leute, junge Leute, die arbeiten wollen. Und andere tun sich da schwer, die jetzt rein produzieren und diesen Schritt noch nicht gegangen sind. Von daher halte ich das für elementar wichtig, weil die Wissenschaft auch dazu beitragen kann, dass man neue Dinge hat, wo es Sinn macht, sich auszugründen, ein Start-up zu gründen oder einfach ein Unternehmen zu gründen, um dann hier eben Wertschöpfung in der Region zu betreiben. Also von daher ist das für den Landkreis auch eine wichtige Größe. Zum Schluss sind das irgendwann dann Zahlen in Form von Steuern, die okay. in das Staatssäckel fließen. Die Hochschule hat sich zwei Profillinien letzten Endes ja gegeben oder die haben sich entwickelt. Man hat die gemeinsam entwickelt mit den Verantwortungsträgern und Mitarbeitern der Hochschule. Das ist einmal Energie und Umwelt, das ist diese eine Profillinie. Das andere sind Transformationsprozesse in Wirtschaft und Gesellschaft. Und das sind die beiden Bereiche, die Hochschule untersetzt, die sie profiliert. Das ist so ein Stück weit gewollt. Der Freistaat Sachsen strebt das an, dass sich die Regionen profilieren, sowohl in der Wirtschaft, aber eben auch in der Bildung und in der Forschung, damit nicht alle alles machen, sondern damit man die Stärken stärkt in den einzelnen Regionen und als Ganzes, als ganzer Freistaat dann eine große Sichtbarkeit und eine hohe Stärke hat. Also wir sind eine Energieregion. Also das geht von, ich sag mal, von Cottbus bis nach, zu uns, nach Zittau, sind wir eine Energieregion. Alles, was dazwischen liegt, wir haben die beiden Wissenschaftsstandorte mit Hochschule Zittau-Görlitz, mit der BTU Cottbus-Senftenberg, die das so ein bisschen auch geografisch einrahmen, kann man fast sagen. Und dazwischen haben wir die Unternehmen liegen, wir haben die Tagebaue liegen, wir haben die Kraftwerksinstandhalter liegen, die Unternehmen. Und von daher ist das eine logische Konsequenz, dass das im Sinne der Stärkung der Regionen im Freistaat bei uns eine dieser Stärke Energie und Umwelt ist. Und wir haben auch in der Hochschule an sich mit der Fakultät Natur- und Umweltwissenschaften eine Fakultät, die sich auch ganz stark in diesem Bereich Umwelttechnik bewegt. Ökologie und Umweltschutz ist einer der ältesten Studiengänge unserer Hochschule. Und von daher ist das, denke ich, auch eine richtige Entscheidung gewesen. Wir merken das ja auch anhand der Drittmittelprojekte, die eingeworben werden, anhand der Studierendenzahlen, dass das Themen sind, die ziehen. Wenngleich natürlich Energietechnik im Moment ja ein Prozess ist, der im gesellschaftlichen Diskurs steht. Das geht ja auch an jungen Menschen nicht vorbei. Die lesen ja auch Zeitungen. Also es ist unsere Aufgabe als Hochschule, als Wissenschaft mit den Unternehmen zusammen eben auch klar zu machen, dass das trotzdem Perspektiven sind. Ja, diese Energie werden wir immer brauchen. Das ist das Lebenselixier unserer ganzen Gesellschaft. Und die Stromverbräuche steigen, Wärmebedarfe steigen. Das weiß auch jeder aus dem eigenen Leben. Früher haben wir auf dem Zettel geschrieben, mit dem Stift. Heute haben wir ein Tablet. Das Tablet braucht Strom und der muss irgendwo herkommen. Und solche Fragestellungen werden beantwortet von zukünftigen Generationen, die irgendwann mal Energietechnik studiert haben müssen, um darüber profund zu sprechen. Für das IBM kann man festhalten, dass das sich in den letzten Jahren gewandelt hat. Hat das IBM noch vor, ich sage es jetzt mal so, 8 bis 10 Jahren fast nur überregional gearbeitet, mit den großen Energieversorgern deutschlandweit, mit den großen Herstellern von Kraftwerkskomponenten deutschlandweit, haben wir natürlich aufgrund des Umbaus des Energieversorgungssystems in Deutschland, Ausstieg aus der Kerntechnik, jetzt haben wir die Kohleschiene, dass wir also aus der Braunkohleverstromung aussteigen müssen, haben wir uns natürlich mitgewandelt. Wir haben mehr versucht, Partner in der Region zu finden und haben mehr unsere Methoden, die das IBM traditionell im Bereich der Energietechnik angewandt hat,
in andere Bereiche versucht zu übertragen. Regelungstechnik eben auch für Roboter, für Produktionsprozesse. Das ist ein Prozess, der läuft seit 3, 4 Jahren, sehr intensiv. Aber es ist halt ein Prozess, der ist nicht abgeschlossen. Wir haben mit dem Fraunhofer IWU hier bei unserem Standort eine gute Zusammenarbeit in der Forschungsgruppe Leichtbau und Energietechnik, die uns natürlich dabei unterstützt, weil die Fraunhofer-Kollegen noch einen ganz anderen Kontakt haben zur regionalen Wirtschaft. Und so kommen wir da aber gemeinsam rein und machen da heute mehr für die regionale Forschung, für die regionale Wirtschaft, als das noch vor 5 Jahren der Fall war. Und das ist auch gut und richtig so, weil wir damit natürlich auch mehr präsent sind als forschungsstarkes Unternehmen in der Region. Und da haben wir auch die Chance, dass vielleicht andere das merken und sagen, da ist eine Hochschule, die ist engagiert für die regionale Wirtschaft und gehen wir auch dahin. Wir haben ja super Gewerbegebiete, ob das Görlitz, ob das Zittau ist, da ist ja Platz noch und da kann sich noch ganz schön was entwickeln und daran wollen wir mitwirken. Wir liegen nicht in einer Randlage, wir haben auch nicht nur 120 Grad Blick nach Deutschland, sondern wir liegen im Herzen Europas. Wir haben 360 Grad alle Möglichkeiten. Wir haben unsere polnischen Partner, wir haben unseren tschechischen Partner und wir haben zum Glück eben auch öffentliche Verantwortungsträger wie die Bürgermeister, Oberbürgermeister, die sich dem bewusst sind und die uns eben als Wissenschaft wieder ermöglichen, dass wir da nicht nur mit einer Uni, mit TU Liberec beispielsweise oder Breslau irgendwas machen, sondern dass das eben dort eben auch sofort in die Gesellschaft geht, sofort in die Politik geht, in die Verwaltung geht. Und deswegen bin ich sehr optimistisch und kämpfe auch dafür, dass wir aus dieser Region eine Kohleregion machen, im Sinne der EU. Denn all diese Strukturmittel, die wir hier bekommen werden, bekommen wir nur, wenn es eine beihilferechtliche Lösung der EU geben wird für alle Kohleregionen in der EU. Wir haben 12 Stück. Es wird keine Ausnahme für Sachsen, Brandenburg und Deutschland geben, sondern wenn, dann gibt es Lösungen für alle.